überlegen, wie ich das soll. Ich finde, wir sollten nicht Swift zum Spielen, sondern Water Absorber und dann auf Mewtwo nicht reinsetzen. Ich finde das. Okay. Dann spielen wir Thunder Wave. Water Absorber. Ja, das erreicht es hatte, ja, ist okay. Oder wir packen da selbst doch Wayne drauf, ich hab gar keine Ahnung. Nee, das ist. Was ich noch finde, wenn man würde, mit Wetterspiel sollte man mehr als einen Monster haben, das davon profitiert. Ja. Wir können anstatt Pikachu wieder Cassie reinnehmen. Jetzt müssen wir uns mal ganz kurz überlegen. Finde ich. Wie bitte? Wir können statt Pikachu auch wieder Cassie reinnehmen. Nee, nach Rotom. Statt Rotom können wir auch Cassie reinnehmen. Nee, dann haben wir drei Fighting Types. Wir müssen noch einen Fighting Type mit uns reinnehmen. Ja, auch ein Fighting Type. Dann, ja, deswegen, also Rotom Dings würde ich drinnen lassen. Das ist gut, ja. Okay. Willkommen zurück, Phoenix. Wir strucken noch ganz. Ich überlege gerade. Wir müssen jetzt einen Fighting Mon auf jeden Fall raus tun. Ja, dann ist es eigentlich klar, welches rauskommt, ne? Picture. Denkst du? Weiß nicht. Weil wir könnten auch defensiv was anderes spielen, was Rapid Spin hat. Okay, was denn? Brauchen auf. Warte mal. Brauchen irgendwie was gegen Drachen auf jeden Fall. Ah, ihr habt den Froschhand genommen. Ein Hoch auf mich und diese Idee. Ja, Phoenix, hast du vorgeschlagen. Aber es kann halt sein, dass der jetzt gleich rausfliegt. Nee, der bleibt auf jeden Fall. Der Frosch bleibt noch drin. Okay. Aber wir haben ja einen Ground-Type, ne? Phoenix, weiß ich, ob du schon gesehen hast. Ja, die Sache ist, wir brauchen nur was Physisches eigentlich. Ich bin gerade ernsthaft überlegen, das Set vom Dings zu ändern. Warte, ich habe da gar keine EVs drin. Warte, Moment. Okay, weißt du. Oh, ernsthaft? Und ich habe mir nicht mal drauf geachtet, ja? Ich glaube, ich möchte das Set ändern. Ich glaube, ich möchte da eine Offensivweste drauf klatschen. Das ist auch okay. Dann können wir aber nicht ich ändere das Team jetzt ein bisschen um. Das ist okay. Ich ändere das Team jetzt ein bisschen um. Einfach weil ich es kann, ändere ich das Team. Das Team auf, das heißt zweiter Entwurf, dritter Entwurf. Nein, ja, in das Carpador finde ich ist theoretisch da. Das liegt jetzt quasi bei meinen Eltern. Das liegt jetzt theoretisch bei meinen Eltern. Also, ich habe vorhin telefoniert und es liegt halt jetzt. Ich habe es halt nicht direkt herliefern lassen, weil. Er klingelt die Post hier und dann ist niemand da, ne? Ist halt doof. Deswegen. Aber so, ich mir nächste Woche ab, da fahre ich trotzdem meine Eltern raus. Und dann habe ich's. Aber danke nochmal für den Tipp. Es war irgendwie einer der wenigen Tage, wo das manchmal ausverkauft war. Du kannst gar kein Ice Punch, never mind. Das ist trotzdem so. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen überlegen. Ja, klar. Wir lassen, okay. Ich habe da jetzt Force auf jeden Fall drauf, keine Panik. Diesmal. Genau. Ich leite gerne
war Phoenix wahrscheinlich so ein kleiner, der mit der Kreditkarte seiner Eltern heimlich auf Amazon Dinge bestellt. Das war so ein Kaufrausch. Weil er hat gerade geschrieben, ich schleiche gerne abends noch auf Amazon rum. Ja, ich habe gerade einen Satz des Wortes einmal vermutlich benutzt. Ich bin schlecht. Das ist nicht schlimm. Alles gut. Gott, dann arbeiten der immer. Der Rico, wo der letzte Mal auch dabei war, der hat mir gerade geschrieben, ich soll halt nicht immer streamen, wenn er arbeitet. Nicht so, morgen stream ich auch 14 bis 15 vermutlich. Und da, er arbeitet da auch. Wow, alles klar. Es ist halt Samstag. Ja. Ja, Samstag arbeiten ganz gut. Aber klar, wenn man vielleicht mit Einzelhandel ist. Nee, ich schau meistens nur und Aquana. Ja, ja, du schaust nicht nur, ja klar. Du schaust doch nur. Und Aquana ist im NU. Ja, das stimmt. Ja. Aber ja, wir haben halt schon unsere defensiven Ones, ich brauch ein bisschen. Offensiv. Physisch-offensiv. Was brauchst du denn offensives? Physisch? Oh, was physisch-offensives. Kein Fighting-Type ist. Am besten noch eine Eisattacke hat. Rihorn mit Hidden Power Ice. Moment. Ja, wir brauchen halt irgendwas gegen den Drachen, deswegen. Ja, Phoenix war. Ich bin auch gerade. Ja, sprich. Ich hätte überlegt, halt eine Fee reinzunehmen, aber es gibt, hier im Tier gibt es halt nur Mega Ordoch oder dieses Aroma-Vieh-Dings da. Wo ist meine Karte gefragt? Nicht, wo ist, oh Gott, Phoenix, Mann, das ist echt schlimm, warum habt ihr beide einen blauen Namen? hat gerade gefragt, warum Pokémon Sonne angegeben ist als Team. Ganz einfach, weil es Pokémon Showdown nicht gibt und dass das am ehesten ist, was woran es rankommt oder so. Aber es sieht ja Showdown. Ja, ich glaube, das stimmt, ja. Es gibt halt kein Showdown. Deswegen hier aber auch für Pokémon Showdown und NU Team fertig bauen. Offensive. Dann von der Eisattacken erstschlag. Kann dann von echten Eisattacken? Schau ich mal direkt nach. Eigentlich könnte ich ja, kann das mal so rüberschieben. Das ist ja, aber Dampfern ist glaube ich nicht. Ich das mal so hin, dass man. Doch nicht hier, oder? Hier sieht man zwar voll, wie mein Layout aufgebaut ist, aber egal. Dunfan ist im AU deswegen. So. Okay, das sieht doof aus. Das kann man halt nicht lesen, ist zu klein. Lass mir das. So. So. Ich hab jetzt noch ein. Ja, vielleicht hat unser Team ein bisschen an Geschwindigkeit verloren, aber dann ist. Ich hab irgendjemand hat gesagt, dass Bike Offense eigentlich das relativ Gute ist. Okay, es funktioniert. Ich muss halt nur eine Handvoll Gegner besiegen, ne, beim Turnier. Also, wenn ich gut bin, treffe ich erst auf den zweiten Gegner mit jemandem, der ein bisschen mehr Ahnung von Pokémon hat. Am besten direkt erste Runde Pokémon dann. Erste Runde so Bam verloren. Okay, das war's. Ah! Da habe ich dann Sonntag frei. Ja. Der gute Kampf ist, wenn der quasi ganz schnell vorbei ist. Wie gesagt, ich bin auch halt auch kein Profi von. Nee, ich frag wahrscheinlich. Wir haben halt einen bei uns im Verein, der auch ziemlich viel Ahnung hat, den wir fragen, ob er sich mein Team das nicht mal ansehen kann. Mein Muttel, Juju. Ja, ist halt schon relativ rückig. Was hat er? Wevo was? Ich hab's nicht. Er hat geschrieben, mein Muttel Juju, ging das? Mein Muttel ist doch ein Juju, oder? Ja, ich glaube.
Das ist im Enyu. Aber Enyu ist spielbar. Kappa. Ja, wobei es geht. Du brauchst nur auf jeden Fall einen guten Steel-Type oder sowas. Also ich würde bei mir gerade die Höhe den guten Spitznamen. Ja. Oh, warte, das ist ja... Das jetzt nochmal. Oh, das ist gerade böse gewesen. Er hat in meinen Slimorg ein Paras reingeschickt. Und ach so, halt ich sehe schon was wieder bei den Metals. Okay. Ja, ich mach wenn du Metals. Das ist okay. Ja, dieser scheiß Kern, den könnte ich auch ins Team nehmen. Aber ich finde ihn nicht so cool. Ich hätte ihn ruhig vergiften können, ja. Nein! Oh Gott, nein! Oh Gott, ich hab mich verklickt. Ich hätte es fast in Flugmon reingeschickt. Aber okay, es wäre Erdkut gewesen. Das wäre eigentlich gar nicht so scheiße. Guck mal ganz kurz, hab ich noch irgendwas. Ich hab mal drauf gepfiffen. Hol ich, ne? Soll ich mal so schnell. Ah, stimmt, ich hab viel Pio gespielt. Ich hab so halt so Hate-Team oder Gen-5-Team. Ich hab einmal gerade Sinn einen Mon abgeschrieben. Ich bin doof, ich hab grad Shaming total sinnlos geopfert. Auf meiner Duelliste steht übrigens drauf, gut im Pokémon werden. Übung macht den Meister, würde ich sagen, ne? Ja. Das ist doch garantiert ein. Er hat gerade im Random mit einem Zygarde vor mir. Ein 10% Zygarde. Das hat zu 200% Power Construct. Ich kenne das Set. Ja, weil sie kennt ja auch alle Sets, von daher. Ich spiele auch übelst heftig aus Random Metals. Es würde zwar einfacher mit der Übermittlung gehen, aber zwar ist es schon. Du kannst gerne. Dann wechseln wir. Nee, lass mal, ist okay. Okay. Ist okay, wir können dabei bleiben. Oder von mir aus gehen wir gleich auf den anderen Account. Wir gucken mal. Nee, ich meinte, dass er da halt mit in die Kuschelecke kommt. Na komm, was machen wir mal? Schon da. Hä? Henry? Ich meine jetzt Phoenix. Ach so, okay. Wir gehen mal in Kuschelecke Dreieck. Okay? Okay, alles klar. So. Phoenix, jetzt ist hier Platz frei geworden. Gerade eben. Platz. Mehr Platz im Osten. Platz da, hier kommt der Matz da. Ja. Achso, ja, du hast mir ein Team geschickt, kann das sein, ja. Dann komm, ich mach jetzt noch das Random Battle fertig. Das verliere ich wahrscheinlich gleich. Mach ganz das eben auch so. Ich guck dir zu. Da komm ich drüber nach Double Edge. Sowieso ein. Ich hab gestern noch gesehen, da hat jemand auch sowas gemacht von wegen, Pokémon Showdown Bingo. Ja, das war richtig geil. Oh Mann. Grand Bingo ist doch super. Ja. Wie hart predicten soll ich jetzt? Vor mir steht das Pflanzenmon, siehst du ja. Und ich habe Vulkanien draußen. Ja. Feuersturm oder Slugwave? Oder Steam Evolution? Oder Superpower? Mach Steam Evolution einfach. Für den Burn. Für den Burn, Mann. Für den Burn. Ich glaube, ich brauche den Link. Es ist einfach Teamspeak. Oh Mann. Gehst du auf Bartes Profil, da ist das verlinkt. Und dann kommst du in die Kuschelecke rein. Bam, für den Burn! Burn! Ja. Sind hier nur 30%. Da haben wir zwei Drachenmons drin. Wie scheiße ist das denn? Hex. Superpower, weil ich kann oder Slug? Ich
Können wir versuchen, jetzt mit Slugwave zu poisen. Er drückt halt jetzt einfach. Ah, das ist Phoenix. Was hast du denn noch im Team? Ein Elektromon. Dieses von Mon, das irgendwann mal eigentlich getoppt ist. Wicalion und Slap. Also, man verdeckt das Mon als dieses Elektromon. Slugwave, keine Ahnung. Oder nee, versuchen wir mal den Burn zu bekommen. Hallo? Er macht Dragon Dance, dann burn ich ihn jetzt. Hallo, Phoenix. Hallo. Ich hab gehört, wir burnen jetzt mit Steam Erektion, während er sich in Ruhe mit Drachen ins boostet, weil ich kann nicht kontern. Klar. Burn! Oh. Er killt nicht! Er hat nicht gekillt! Komm, bitte den Burn! Er hat immer noch nicht den scheiß Burn bekommen! Kann die Attacke überhaupt burnen? Ja. Ah, jetzt ist er verwirrt. Eigentlich schon, ne? Ist ja nur ein stärkeres Scores. Was wir jetzt einfach machen, ist, wir gehen einfach mit Slime Mob rein. Und drücken Shadow Sneak. Weil es ausreichen wird. Ja, es ist ein Crit. Pass auf. Pass auf, er denkt jetzt, oh mein Gott, er hat Eispunch drauf, was ich bei der Weg gar nicht habe. Oder habe ich Eispunch drauf? Ich hätte sogar Eispunch drauf. Aber schön, tschüss, das ist nicht. Ja, gut. Was? Oh wow. Du kannst eigentlich mit Eispunch durch sein System. Und tschüss. Warum bin ich schneller gewesen? Also ja, ich hätte es nicht. Oh, naja, ich kann auch mit Hittenpower Eis-Dinge machen. Ach, das Ding. Wow, okay, ja gut, dann ist so. Ja. Was brauchen wir jetzt eigentlich alles noch? Drauf? Und ja, Rose hat gerade das neue Team geschickt und ich verliere jetzt einmal noch eine kurze Runde. Scheiß Ballon. Dann besiege ich es jetzt. Wir haben jetzt gleich ein Team und das werde ich gleich nochmal testen. Ja. Ich hab verloren, perfekt. das hört man auch selten jemand sagen, oder? Wunderbar. So, dann gibt es das neue Team. Das ist echt ein Megamon reingenommen. Welches? Das einzige, was es da gibt, dieses Mega Order. Oh. Ach so. Weil mit Feuerblasen. Ja, okay. Kann man das so spielen? Ich habe mal kurz auf Cover bei der Faust hat. Ja, hat's. Okay, wir versuchen es mal, ne? Entwurf Nummer 3. Nicht nur. Welche Fähigkeit hat Order? Heilung. Das heißt, es ist quasi wie Überreste, ne? Also, man kann es halt auch nicht überrestig. Okay, wenn man überrestig spielt, kann man sich als Mega spielen. So, du kannst einfach mitschauen. Und Phoenix, ich könnte einfach mitschauen. Okay, kurz after, also einfach bei Troll und Tiberian gegen suchen. Ansonsten versuche ich jetzt mal den guten Lied. Ja, erstmal beide schön Star Fox spielen. Okay, jetzt schickt ihr den Scarfy rein. Dann können wir prima Cup of Fight reinbringen und Beton. Das wird jetzt weg. Ist keine Spine, jetzt keine Spallet Patch. Was hat er denn für Attacken gegeben? Los komplett, weil wir es können. Okay. Oh, er hat das eklige Set. Er wird sich jetzt in die Endlichkeit boosten, ne? Weißt du Bescheid, ne? Wir brauchen jetzt eine Unlicht-Attacke und zwar ganz schnell. Oder wir gehen. Oh, das ist gut. Ich hab eine Idee. Bam. Jetzt kommt's. Bedrohter Mäd. Trick. Jetzt geben wir nämlich den Scheu Scarf. Wir bekommen jetzt mal das dümmste Item der Welt, aber das Vieh ist halt instant verkrüppelt. Jetzt haben wir meine. Ich habe meine. Oh nein, aus Südwest. Okay, was ist denn gut gegen Eis? Geist oder Elektro? Ich glaube, Elektro. Was ist gut gegen Eis? Gegen Eis ist. Feuer. Da komm, wir machen einfach World Switch, weil wir das können. Und Toxin Mist. Sehr schön. So muss das sein.
Cup of Pride. Sind wir schneller? Wahrscheinlich nicht. Also machen wir machbar. Doch. Nein, sind wir nicht. Das Vieh ist schnell. Okay, du meinst, weil es defensiv ist. Sehe ich jetzt auch. 399 Speed. Wir machen einfach machbar. Du bist langsamer, ja. Aber das sollte eigentlich auch locker ausreichen. Aber er wechselt eben so aus, wahrscheinlich in sein Geistvieh. Aber ist mir egal. Da können wir mir so keinen Schaden gegen machen. Das war so klar. Macht Punch. Aber was wäre halt mit einem Geistmon, will er da machen, ne? Ja, cool. Wir können Bullet Punch drücken. Toll. Das macht Schaden. Ein Critical Hit, dann der Blitz, okay. Ja, klar. Was schicken wir denn am besten rein? Also, ist Ohr doch schon Fee oder wird es erst nach dem Mega-Fee? Ich guck mal kurz. Es ist noch Fee. Noch normal. Dann würde ich zu Ohr doch wechseln, weil wenn ein Shadow Ball kommen sollte oder eine Geistattacke. Sehr nice. Ja, drück mal einmal Call Mind, ne? Ich wusste es, ich hab's gewusst, Shadow Ball. Genau, Shadow Ball, ne? Ha, ich wusste es. Und deswegen habe ich auch auf Ohrdoch gesetzt. Wunderbar. Können Sie erstmal in Ruhe boosten, ne? Jetzt, okay. Jetzt können wir in die Mega gehen. Genau, jetzt wollte ich gerade auch vorschlagen, wir gehen jetzt am besten in die Mega. Um das zu resisten, was er hat, nämlich Unlicht und Kampf. Resistet. Ja, easy, Mann! Mega Out of scheint cool zu sein. Das hätte auch. Also, hätte er uns jetzt stark getroffen mit irgendeiner Giftattacke, so wie Gift Punch, dann wären wir jetzt wahrscheinlich draußen und der hätte Moxie gehabt. Ja. Wie einfach ein Drachenmon. Ja, wir sweepen! Wir sweepen mit. Oh, gewonnen. Easy, Mann. Ich glaube, ja, das Team hat noch Verbesserungspotenzial, weil ich den Spitznamen, aber das läuft doch gut. Dritter Entwurf scheint zu funktionieren. Ja, oh, finde ich auch gut. Ich finde den Mewtwo den besten Spitznamen, mal gewählt. Weil jeder dieses scheiß Geistvieh ja. hat. Jeder dieses scheiß Geistvieh hat. Achso, du meinst Traum. Ja. Bugil, Magil, kommt auf den Namen. Traum. Ich hatte auch vergessen. Magil, Traumfugil. Traumfugil war es, glaube ich. Ne, Traumagil. Ach, vergiss es. Nevermind. Hier ist ein Kappa Pride, würde ich sagen. Tastelab, okay. Ja, komm. Es. Ja, ich hab halt ja, zwei Quills und dann fünfmal. Ja, fünfmal ist klar, wegen, Achso, Fähigkeit, okay. Ja, wegen Link-Tausch, da genau. Wie es auch immer heißt. Link. Genau. 1, 2, 3, 4. Oder? Der Quit hat gemattert. Und mit dem Quit hätten wir es überlebt. Ja. Mit einem KP, glaube ich. Ja, wir hätten es überlebt. Ja. Was wir jetzt brauchen, ist irgendwas, was schnell ist. Ah ja, da war ja was. Unser Team ist langsam! hatte Butterfree nicht viel? 304. Reicht auch, das ist schneller als alles. Also schicken wir irgendwas rein, was auf jeden Fall jetzt Schaden fressen kann. Und ich glaube, wir schicken hier so rein. Bin wieder da. Sorry. Wir haben einen Kampf gewonnen. Wir haben quasi mit Mega Ohr doch angefangen zu sweepen und hat er aufgegeben. Ja. Wow. Mit Mega Ohr doch. Also ich hab's wir gewinnen jetzt einfach die ganze Zeit mit dem Mega Ohr doch, ich seh das schon, okay. Also ich hab einen Shadow Ball gemisst, wie geil! Ich wusste gar nicht, dass er missen kann. Ich hab einen Shadow Ball predicted. Das war so super, komm, weißt du was? Das machen wir noch. Ja, da kommt da jetzt nochmal ein Shadow Ball. Warte, mach den Play gegen Ohr doch. Ja, klar. Gen. Das ist der Play. Komm, Shadow Ball, komm. Shadow Ball? Ja, komm, nenn es Plot. Plot. Oh, scheiße. Ja, da können wir jetzt trotzdem in Ruhe Call Mind drücken. Ja. Ja, aber noch nicht Mega. Oh, fuck. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wir können jetzt. Kannst du irgendwie Soft Bullet oder so? Nein, es ist offensiv. Ach so, okay. Da drücke ich einfach jetzt meine. Ich nicht Mega, ne? Sondern jetzt einfach würde ich mal. Oder geh wechsel raus nochmal in.
in Rotom vielleicht, das resistet ja den Donnerblitz. Ne, wir könnten dann aber auch in den Boden-Pokémon gehen, wenn du es genommen hast, ne? Wollte ich nur mal sagen. Aber der könnte Energy Ball haben, deswegen. Kann das Energy Ball gegen Rotom nach? Könnte der ja nicht so viel machen. Das stimmt. Ja, dann machen wir Shadow Ball einfach. Vielleicht schneller. Nee, okay. Ja, komm, wir machen Let's Storm. Und als nächstes warum machen wir Shadow Ball gedrückt. Wieso? Das ist sehr effektiv. Hab ich gesagt, dass ich. Warte, ist der Stärke halt sehr effektiv? Warte, ich guck mal. Ich meine, 100, ist jetzt 130 Angriff gewesen. Also das ist mich wieder halb voll, Mann. Wie geil ist das denn, Mann? Oh, wie es nicht ausgereicht hat. Ich bezweifle inzwischen, dass Energy Ball hat. Okay. Ich bezweifle es irgendwie. Ich wähle dich. Komm, da ist Gott. Nee, er hat auch keine Energy Ball drauf, aber deswegen haben sie es getankt. King Frog, das schaut nicht so lustig aus. Hi Dennis! Und mit Facecam ab und zu mache ich das, wenn es ein Layout reinpasst. Ja, also was da jetzt kommt, ist halt ein Fake-Out. Der Shadow Ball macht mehr. Du hättest den sogar eventuell killen können. Also was jetzt kommt, ist ein Fake-Out und mein King Frog stirbt. Wir haben mit King Frog genau noch einen Angriff, den wir machen können, ja? Bist du schneller? Es kommt ein Fake-Out. Ja, genau, es kommt ein Fake-Out. Deswegen werde ich jetzt Mewtwo gehen. Willst du es noch behalten? Es kann Abschlag. Ich würde es einfach sacken. Okay. Ich glaube, es macht nicht mehr wirklich viel. Jetzt gehst du. Also ja, auf Mewtwo gehen. Oh, dann ist wieder riskant auf Mewtwo zu gehen. Geh einfach in den Schmetter liegen und versuch dich zu setupen. Okay. Thanks for setup. Double Slap, okay. Double Slap, das viermal trifft. Fünfmal. Kann man mal. Lol. Der spielt dich, oh mein Gott. Ist das gute Set? Das gute Set mit Kingstein, ist das glaube ich? Ist ja, das gute schon. Set mit Kingstein? Ja, ich glaube schon. Alles klar, ja dann check das jetzt hier. Ha! Er hat gemisst! Nice. Ja, Verdient, Mann! Jetzt Setupen. Natürlich. Wieder einfach drinnen? Okay. One turn sleep. Nochmal Quick Dance oder angreifen. Ich werde gegen Namus gleich brauchen. Er hat nur das Kingstein, richtig. Dann nimm ihn raus. Er hat keine gute Verteidigung. Ja, komm. Weder physisch noch speziell. Geh einfach. Hast du Gigadrain auf dem Set? Ich nein. Hurricane im Bug, das ist ja immer Step. Ja komm, dann drück ich einfach Hurricane und gut ist, ne? Mist. Ja. Ich hab doch extra die Fähigkeit, dass ich treffe. Danke. Was hast du denn? Na, Facettenauge. Ach so. Hast du die wirklich? Ich guck. Ja, ich bin wirklich? Mir sehr sicher, dass ich die habe. Company's Ace, danke. Aber es ist nur 1,3 mehr. Es ist fast 100%, ja. Fast 100%. Ja, das stimmt schon. Genauso wie Schlafbruder fast 100% ist, aber das ist halt diese. Okay, tatsächlich steigert die Genauigkeit von Attacken. Ach, das ist schon hast du eine Pflanzenattacke? Ja, das war klar. Ich hätte Schlafbruder drücken sollen, das war jetzt gerade ein bisschen doof von mir. Aber okay. Jetzt müssen wir. Du kannst ja gegen Lamus. Wobei versucht Lamus zu killen. Oder er geht jetzt auf das andere Vieh, das kann auch sein. Ich, killen oder Toxic ist das die Frage. Das Ding hat. Nicht Schlafbruder meine ich. Killen schafft du nicht. Killen schaffst dann du nicht. Dann mach. Nee, aber. Du mach Schaden zumindest, weil du stirbst sie am Toxic, glaube ich. Crit? Wow. Nein, du perfekte. Nevermind. Bankrit. Dann geh ich jetzt mit Mewtwo rein und zurück Toxic. Ah, stimmt, der hat es bestimmt physisch gespielt. Ich drücke jetzt Toxic. Warte, nee, du kannst kein Toxic, ich glaube, das geht nicht durch.
Die Fähigkeit hat sich gerade geändert, ne? Ja, der hat aber die Fähigkeit ist schon Limit Schild. Sorgt doch. Probier's, ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, du hast recht. Ich drück, keine Ahnung. Psychokinese, ne? Guck mal kurz nach. Warte, dein KP auf die Hälfte oder weniger, zerbricht deine Panzerung, wird aggressiver. Nö, also. Okay, damit. Wow. Autsch. Das war klar. Das war auch klar. Das war auch klar. Nein. Vielleicht? Wenn wir Glück haben. Nein. Schade. Mann! Er wird dich jetzt damit sweepen. Kannst davon ausgehen. Ja. Dieses Meteor-Vieh. Das in die Toxin-Pumps sind ja nicht drauf. Habt ihr recht, das hab ich glaube schon mal. Ich hab schon mal Toxin drauf gemacht, man kam so können.